Hey Leute, Bade hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Loons Tower Defense 6. Wir sind aktuell ja so ein bisschen Achievement Hunter. Wir jagen aktuell die Erfolge, die man freispielen kann. In einer letzten Folge haben wir zum Beispiel 1000 Bats gekillt, beziehungsweise den 1000sten Bat gekillt. Und wir haben ja aber echt noch ein paar Achievements, die wir noch machen müssen. Das Fragezeichen-Achievement übrigens mal erklärt, falls ihr es machen wollt. Da müsste ich, glaube, 50 Partien gewinnen oder 100 Partien gewinnen auf einer Map, wo ihr Dinge wegkaufen könnt, ohne was wegzukaufen. Und dann zählt es als Erfolg. Ist halt einfach nur so eine Ausdauernummer. Heute machen wir aber überwältigende Kraft. Setze 100 Kräfte im Koop-Modus ein. Und da will ich noch kurz in die Kiste. Wir gehen jetzt in den Koop-Modus. Für die Leute, die es nicht wissen, mit zufälligen Leuten zu spielen, ist leider immer Chaos, weil die Leute halt so ein bisschen wilder sind und nicht so richtig checken, was man platzieren muss. Also falls ihr spielt und ihr habt das Gefühl, ich bin nicht gut in diesem Spiel, keine Sorge. Die meisten Leute, im Koop-Modus zumindest, sind viel, viel schlechter, als ihr euch jemals vorstellen könnt, schlecht zu sein. Die hauen teilweise sehr, sehr wahllos die Einheiten raus. Die gehen ganz oft einfach nur aufs Geld. Ich mach mal die Rang, dann müssen wir es schon haben, ne? Theoretisch müsste ich es schon haben, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das zählt. Ich mach mal irgendeinen billigen Insta-Affen, den hier. Mach mal dein. So. Ich glaube, 2 Spieler haben einfach noch gar nichts platziert, kann das sein? Spieler 4 hat noch gar nichts platziert. Spieler 2 hat da oben was platziert. Ne, Spieler 4 ist der Einzige, der noch nichts rausgehauen hat. Der genießt halt gerade das Leben so ein bisschen. Der hat da oben das Feld weggekauft. Warum auch nicht? Und jetzt chillt er ein bisschen. Warum hat er sich verdient, ein bisschen zu chillen im Leben? Ich kann es halt nicht checken, ob ich es geschafft habe. Ich mach mal das, dann machen alle mehr Geld. Ich hau jetzt einfach wahllos Kräfte raus. Vielleicht sollte ich doch nicht alles raushauen, ne? Das kostet ja auch eigentlich ein bisschen was. Ist vielleicht ein bisschen dumm. Aber ich glaube, ich habe genug rausgehauen. Ich hoffe, es zählt. Ansonsten müssen wir nochmal gucken, was wir machen müssen, damit es zählt. Aber theoretisch haben wir genug Kräfte rausgehauen. Die Klebefalle da oben ist übrigens ein bisschen dumm. Die macht einfach, dass das Spiel langsamer wird. Dahin. So. Einmal. Und gleich zweimal. Das ist nochmal alles ein bisschen stärker. Aber die Klebefalle da oben, das war ein Fehler. Ich habe übrigens das allererste Mal in meinem Leben eine Klebefalle rausgehauen. Ich habe vorher noch nie eine rausgehauen. Habe ich nie den Sinn gesehen drin, aber nee, die verklebt das, ne? Das ist cool. Okay, die fordern die ganze Zeit Geld und sowas an. Ich kann zum Beispiel hier aber auch sowas machen. Oben. Habe ich nicht mal. Ich mache aber mal oben. Was zum Teufel macht eigentlich Spieler 4? Der hat das Feld weggekauft, hat dann Quincy rausgehauen. Was ist sein Plan? Wo will der langfristig hin? Bis so eine 60 sollte das ja kein Problem sein eigentlich. Ich habe jetzt gleich noch ein U-Boot raus. Ich gehe auch jetzt nicht krass auf Geld, weil wieso? Ist ja irrelevant. Im Grunde kann ich den Eisaffen ja auch verkaufen. Ich meine, warum? Ich lasse ihn. Okay, ich hoffe, ich habe genug Kräfte rausgehauen. Das sehen wir ja erst am Ende, ob das zählt anscheinend. Ich weiß nicht warum, aber Achievements, das wird erst ganz zum Ende angezeigt. Falls ihr übrigens neu seid und euch der Abo-Button angezeigt wird, da könnt ihr ja mal draufhauen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Wäre eine coole Sache. Ich versuche jetzt den Sniper nochmal zu verbessern. Das kostet aber 3500, was eine ganze Menge ist. Der fordert wieder Geld an. Spieler 1, was willst du mit dem ganzen Geld? Machst den, ja, mit einer Skillung, die eigentlich nicht mehr Meta ist. Ist übrigens wirklich nicht. Wenn der jetzt hier oben 4-2 machen will, ist nicht mehr die Meta. Verstümmel-Moab ist 4 und dann in der Mitte 2. Die aktuelle Meta. Habe ich auch schon gezeigt, warum. Der kann einfach viel mehr Moabs dadurch betäuben. Ist viel, viel stärker. Wenn er das so machen will, dass er oben 2 und unten 4 hat, ist auch nicht die beste Skillung. Die beste Skillung, um einfach schnell Schaden zu machen mit unten, ist Mitte. Schrapnellschuss und dann Alchemisten dazu. Mal gucken, wo er hingeht. Aktuell spammt er einfach Einheiten raus. Besser als Spieler 4, der einfach gar nichts raus spammt. Hat er Quincy verbessert? Level 5 schon. Und um Spieler 1 mal ein paar Credits zu geben, was er da unten macht. Ich habe gerade Spieler 1 und Spieler 2 nämlich von verwechselt. Der hat schon einen Plan. Denn Spieler 1 haut Einheiten raus, die globale Reichweite haben. Der Heli so hat globale Reichweite, der Sniper, globale Reichweite, der Mörser, globale Reichweite. Also es hat schon Hand und Fuß, darf ich nicht so kritisch sehen. Er denkt sich schon was dabei, Spieler 4 hingegen ist lost und Spieler 2 spart einfach sein Geld, der hätte 2300. Aber will der, der will einen Superaffen raushauen. Ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, der spart auf einen Superaffen. 2,5 kostet das, hat er hat 2,5. Worauf spart der? Ich hoffe übrigens, dass der Moab durchkommt, weil ich habe hier eine Moab-Mine platziert, das allererste Mal in meinem Leben. Spieler 1 fordert Geld an. Und Spieler 2 hat 3000, was willst du mit dem Geld? Ich fordere auch mal Geld an. Warum nicht? Okay, Moab-Mine. Boom. Oh, bin gar nicht hoch. Aber geklappt, war easy. So, ich habe genug Kräfte eingesetzt. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher, ich mache nochmal eine Kraft. Brauchen wir eigentlich nicht, aber wie gesagt, ich gehe auf Nummer sicher, was die Kräfte angeht. Damit wir es wirklich safe hinkriegen. Ich könnte Instaplantage oder sowas raushauen.
Aber ich will meine Insta-Affen jetzt nicht für diese Runde hier verschwenden, ehrlich gesagt. Aber es läuft noch flüssig, das ist der Vorteil. Es hat noch nicht angefangen zu laggen. Und ich glaube, ich spiele mit denen bis Runde 100, wenn die Bock haben. Das heißt, ich sollte ein bisschen mehr auf Geld gehen. Spieler 2 nicht. Der hat 4000, hat oben eine Plantage platziert, ungeskillt. Und sitzt auf dem Geld jetzt rum. Der hat 3800, weil er hat noch was rausgehauen. Alchemisten, ungeskillt. Skillt er richtig? Der hat aber immer noch 2600. Was will er mit dem Geld? Was ist das Ziel, ist ja die Frage. Wo will er langfristig hin mit seiner Kohle? Natürlich auch die andere Frage. Was zum Teufel macht Spieler 4? Ist jetzt die Strategie, wo ich meinen Teammates vertraue, dass wir nicht kaputt gehen. Wir brauchen aber mal, also, was Spieler 1 da unten macht mit den Einheiten. Das macht schon Sinn, Einheiten rauszuhauen, die globale Reichweite haben. Aber du musst halt auch mal eine Einheit eigentlich weiter skillen als nur ein-, zweimal. So, und der bräuchte da unten auch mal ein bisschen was mehr gegen Tarnballons, weil ich glaube, wir haben relativ wenig gegen Tarnballons gerade, ne? Ja, ich muss auch noch was gegen Tarnballons raus, nicht bis jetzt nur den Sniper rausgehauen. Und wir machen jetzt gleich einen Fürst der Finsternis auf lange Sicht. Auf kurze Sicht machen wir den Nekromanten. Sollte auf der Map sehr, sehr stark sein, sollte hier in dem Modus sehr, sehr stark sein, weil der kann ja auch Tarnungen entfernen. Das heißt, wenn die jetzt halt kein Affendorf platzieren oder so, um Tarnballons anzugreifen, geht das trotzdem klar. Ich check aber immer noch nicht das, was der mit Quincy macht, der da oben. Ich sehe es halt nicht, weil das ist nicht seiner. Doch, Spieler 4, das ist seiner. Oh nein. Ich dachte, er wäre von Spieler... Oh nein, ich habe mir meine Kopfhörer rausgerissen. Position da unten ist Schrott. Der Piratenfürst an sich ist Schrott. Wir machen mal den Nekromanten, okay. Jetzt machen wir noch ein U-Boot. Das machen wir hier hin, so. Machen wir mal da, 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 okay. Und jetzt ist mein Ziel, glaube ich, das U-Boot durchzuskillen. Runde 63 wird uns killen gerade übrigens. Wir haben noch nicht genug draußen, um Runde 63 zu schaffen. Der Nekromant kriegt da das meiste gut hin, aber ich glaube, das, was meine Teammates platziert haben, ist relativ sinnlos für viele Runden. Also hier unten der Piratenfürst ist die schlechteste Skillung, die er wahrscheinlich machen kann. Hier unten, der hat halt 1000 Einheiten raus, aber keine höher als Stufe 2 Ader, der unten. Na gut, immerhin. Der ganz oben, ich check nicht, was er macht. Ja, du hast 160 Ballon gewonshottet, aber wir wollen ja weitermachen. Wir wollen doch ins freie Spiel. Mal hier, Kanone. Ihr seht, Runde 63, wie gesagt, gerade so geschafft. Das, was der Spieler ganz rechts macht, ist super, super sinnlos. Das, was der Spieler da unten macht, mit den ganzen Billo-Einheiten, ist super, super sinnlos. Das, was der Spieler da oben macht, check ich nicht mal, was da sein langfristiges Ziel ist. Aber er hat zwei Plantagen. Ich glaube, der hat zwei Plantagen einfach verbessert, ne? Machen wir den Bombenturm mal hin. Das müsste uns dann Sicherheit geben für Runde 76, wenn dann ganz viele kommen. Das sollte der Nekromant und der Bombenturm hinkriegen. Runde 78 genauso. Und ich hoffe, ich kann bis dahin noch ein bisschen mehr Geld aufbauen. Vielleicht Fürst der Finsternis raushauen und so. Vielleicht das U-Boot nochmal verbessern. Aber Runde 100 schaffen wir so gerade noch nicht. Also Spieler 2 hat zum Beispiel 4600 und macht damit nichts. Spieler 1 hat 6000 und macht damit nichts. Ich glaube, er spart auf die größte. Ja, kann man machen. Ist nicht mein Lieblingsturm, weil der Mörseraffe, die größte ist okay gegen alles bis Stufe Zom. Und darüber ist er halt sinnlos so. Und was er machen müsste eigentlich, rechts unten, wäre halt mal sowas wie ein Affendorf raushauen. Wäre halt mal sowas wie, keine Ahnung, die ganzen Scheißeinheiten verbessern, die er rausgehauen hat. Passiert aber nicht. Ja, ich gehe noch ein bisschen mehr auf Geld, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Deswegen mache ich noch einen Marktplatz und das sollte dann wahrscheinlich reichen finanziell. Dann sparen wir. Weil ich würde sagen, hätte ich genug rausgehauen, was ich raushauen muss. Ich habe jetzt was rausgehauen gegen Moabs und so weiter. Ich habe was rausgehauen gegen Kleinvieh, was geklappt hat. Haben wir gut gekriegt. Dann spare ich jetzt, hau den Fürst der Finsternis raus. Wenn der Fürst der Finsternis draußen ist, sind wir gut genug, um bis Runde 95 zu kommen. Aber weiter wäre halt schwer. Und ich bin halt auf meine Teammates angewiesen und ich sehe nicht, dass da irgendwas passiert, was uns Hoffnung, also was mir Hoffnung gibt. Und ich verkaufe tatsächlich einen Eisaffen, auch wenn es ein Insta-Affe war. Der nimmt von den Alchemisten nur eine Figur weg, auf den er einen Trank werfen kann. Und der soll ja nur Einheiten vertränken, die auch stark sind und wo das was bringt. Ja, okay, er skillt das so, wie du es nicht machen sollst. Das ist die schlechteste Sniper-Skillung, meiner Meinung nach. Zumindest, wenn du halt einfach nur reinen Schaden machen willst. Weil das, was er jetzt mit Großkaliber hat, das kriegt er so gesehen auch einfach mit den Alchemisten. Klar, er kann da mehr Schichten kaputt machen, aber was bringt dir das, mehr Schichten kaputt zu machen, wenn du mit der anderen Skillung einfach 5 Einheiten mehr auf einmal triffst? Okay, aber Runde 80 geht auch klar. Wie gesagt, bis Runde 90 geht das klar. Erste Mission ist es, Runde 40 zu schaffen. Dann ist es die Mission, Runde 63 zu schaffen. Dann musst du wissen, ah, okay, in Runde 76 und 78 kommt viel Kleinvieh, da muss ich bereit sein.
Und wenn du das geschafft hast, kommst du in der Regel so oder so bis Runde 90. Und dann musst du denken, okay, was mache ich bei Runde 90? Was haue ich dann raus? Weil ab Runde 90 kommen halt viele DDTs raus. Oh, ich kann auch noch verbessern, so. Und für die DDTs musst du halt wachsam sein. Was haust du dagegen raus? Okay, DDTs, Fürst der Finsternis, okay, safe. Da musst du überlegen, okay, Runde 98, 99, Runde 100. Was mache ich dagegen? Und wenn du halt keine Antwort auf diese Fragen hast, ist es halt sehr, sehr schlecht. Und ich habe das Gefühl, mein Team hat einfach auf nichts eine Antwort. Die sind einfach wahllos am Einheiten rausklüppeln und das ist nicht the way. Den Sniper zum Beispiel kann ich mir echt auch knicken, so wie ich den platziert habe. Weil ich habe nicht Zeit, den durchzuskillen. Ich mache den weg. By the way, Fun Fact, den Sniper, den er da gerade platziert. Elite-Verteidiger ist gut fürs mittlere Game, aber sobald du in die Runden 80 aufwärts kommst, ist Elite-Verteidiger halt relativ sinnlos. Weil der ist halt stark gegen alles bis Runde 80, bis Zom ist der wirklich gut, aber dann ab Zom kriegt der halt große Probleme. Und was er da oben macht ist, er investiert sehr viel Geld darin, eine Einheit zu platzieren, zu verbessern, die schon gar nicht mehr stark ist jetzt. So, Fürst der Finsternis hingegen, richtig, richtig gut, hau ich raus. Machen wir noch hier in Affendorf. Auch noch was für die Runden 98 aufwärts. Da haben wir noch nicht genug draußen. Da unten hin, da kriegt er nichts ab, nervt nicht. Und ich mache Bluen-Sabotage, dass alles langsamer ist. Mit Bluen-Sabotage und den Einheiten, die wir draußen haben, könnte das funktionieren. Die muss ich dann raushauen in Runde 95, wenn es knapp wird. Spiel 1 ist abgehauen, hab's gesehen. 1 ist rausgegangen, okay, Phönixfähigkeit, so. Baum nochmal beschwören. So, Runde 95 geht klar. Runde 96. Das heißt, der da unten ist jetzt komplett durcheinander. Ah, gar nicht der da oben. Ich find's halt echt verwirrend. Okay, welche Einheiten davon gehören denn mir? Ich bin Spieler 3. Was davon gehört jetzt mir? Würde ich nämlich instant verkaufen, das, was mir gehört. Der Phönix, ja. Kann ich für 6000 verkaufen. Wobei, der Phönix ist gar nicht so verkehrt. Ja, 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 komm. Ich finde den Phönix so cool. Ich behalte den und nicht nur das. Ich verbessere den auch für ihn. So, dass wir jetzt da den ganz krassen Phönix haben. Ich bin ein Gönner. Ich gönne das. Da unten der Superaffe gehört nicht mir. Okay. Denn Runde 98. Wir hauen jetzt einmal Slow Motion raus. Und jetzt den Phönix. Das müsste das meiste killen. Das müsste Runde 98 gekillt haben. Ja. Runde 99 müssen wir nochmal aufpassen. Was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Nichts. Okay, Runde 100. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Wir haben jetzt den Zauberer Phönix. Und das sollte der Kill sein. Sobald der kaputt geht, hauen wir dann gleich Feilagel raus. So. Ja, sehr chaotisch. So wie erwartet im Grunde. Die Einheiten wurden einfach wahllos rausgespammt. Aber wir haben es hingekriegt, mit zufälligen Leuten Runde 100 zu schaffen. Ja. Es ist nirgendwo aufgeploppt, aber wir haben es geschafft. Überwältigende Kraft. Letzte 100 Kräfte im Koop-Modus ein. Der Koop-Modus wild. Definitiv wild, aber wir haben es jetzt geschafft. Und können uns jetzt um das nächste kümmern. Schreibt es mal in die Kommentare, was wir da machen sollen. Und dann mache ich das nächstes. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns. Bis dahin und ciao.